Und Abdullah ibn Umar ist auch eine namhafte und bekannte Person, die hört auch wahrscheinlich jeder mal. Das ist der Sohn von Umar ibn Khattab. Und was wir hier noch erfahren, ist seine Kunya. Er sagt nämlich an Abi Abdurrahman. Das heißt, die Kunya von ihm ist Abu Abdurrahman. Abdullah ibn Umar ist auch von den kleinen Sahaba, gehört zu der kleinen Generation der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn er ist älter als Abdullah ibn Abbas, denn Ibn Umar ist ungefähr ein Jahr vor der Entsendung, also vor der oder Berufung des Propheten sallallahu alaihi wasallam geboren. Das heißt, um wie viele Jahre älter muss er als Ibn Abbas sein? 11 Jahre älter. Während der Schlacht von Uhud war er 14 Jahre alt, wie er selber berichtet. Er wollte an der Schlacht von Uhud teilnehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn aber abgewiesen. Er hat ihn abgewiesen wegen seinem Alter. Und in der Ghazwat al-Khandaq, das heißt dieser Grubenschlacht, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn dann zugelassen. Da war er 15 Jahre alt. Und danach hat er kein Ereignis mehr, keine der Ghazawat des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgelassen, hat immer teilgenommen, war immer mit dabei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu seiner Schwester, die Schwester von Abdullah ibn Umar war wer? Hafsa. Hafsa, die Frau. Die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also die Frau des Propheten, die Tochter von Umar und die Schwester von Abdullah ibn Umar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist eine seiner Vorzüglichkeiten. Er sagte zu Hafsa, er sagte, إنه لرجل صالح لو كان يقوم الليل. Er ist ein tüchtiger und ein frommer Mann, Abdullah ibn Umar, würde er nur in der Nacht zum Qiyam aufstehen, Qiyam al-Layl. Danach hat im Hadith heißt es, danach hat Abdullah ibn Umar den Qiyam al-Layl nie wieder ausgelassen. Nachdem er das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat, hat er ihn sein Leben lang nicht mehr unterlassen. Er war unter den bekannten Fuqaha und den Muhaddithun im Sinne, dass er sehr viele Ahadith tradiert hat. Und erzählte zu den sehr asketischen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, enthaltsamen und Zuhad. Wir wissen, dass weil er klein war, hat er wahrscheinlich dann auch länger gelebt und er hat tatsächlich auch die Konflikte zwischen Muawiyah und Ali miterlebt, hat sich beiden enthalten, hat sich weder dem noch dem anderen angeschlossen gehabt. Auch er hat über 1600 Ahadith überliefert, davon sind um die 170 in den Sahihain bei Bukhari und Muslim überliefert, 170 Ahadith von Umar ibn Khattab, und er ist gestorben in Mekka im Jahr 73 nach der Hijra. Man geht davon aus, also die Historiker erwähnen, dass er von Al-Hajjaj getötet wurde. Dass Al-Hajjaj ihn getötet hat, indem er vergiftet wurde. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi.